So, dann hallo und herzlich willkommen wieder zu den Return-Interview-Sessions. Sonst sind wir immer auf StreamYard, aber heute habe ich natürlich die Filmemacher persönlich hier, weil sie auch aus Weimar kommen, unserem Stadtfindungsort, sagt man das so? Valentin Bolte und Georg Kästle, die den wunderbaren Film Oddbirds gemacht haben. Und ja, stellt euch doch mal vor und sprecht über euren Film. Genau, also deutscher Titel Komische Vögel. Ich bin Valentin, ich habe unterstützend Regie geführt, die Kamera und den Schnitt und die visuellen Effekte gemacht. Und genau, ich bin Georg und habe das Drehbuch geschrieben, Regie geführt und auch mitgespielt. Es ist eine romantische Komödie mit 26 Minuten Länge. Und Inhaltlich geht es um einen Ornithologen, der auf der Suche nach der Zwergdommel, aber auch nach der Liebe des Lebens im wunderschönen Thüringen unterwegs ist und ein Abenteuer durchlebt. ja. Und ich kann schon mal kurz eingrätschen. Also ich war schwer beeindruckt davon. War echt bildgewaltig. Habe ich gar nicht erwartet, so ehrlich gesagt. Und ich war auch sehr beeindruckt, wie gut ihr diese Atmosphäre eingetroffen habt von so klassischen Musicals fast so. Habt ihr euch da auch ein paar Vorbilder genommen? Oder seid ihr Musical eher nicht so affin? Also, dass es auch so ein Element geben wird, war schon sehr früh auch beim Drehbuchschreiben klar. Es gab jetzt alle, ich schaue eigentlich keine Musical-Filme. Allerdings über Ole, den Komponisten, und Max, zwei Freunde von mir, die ich noch aus dem Bachelorstudium kenne. Ich habe mit denen auch schon öfter zusammengearbeitet und hatte auch schon mal so einen Musical-artigen Song gemacht. Das war eher so als Witz gedacht, aber das war dann irgendwie doch so gigantisch von der Musik, dass ich dachte, das wäre auch ein schöner Moment, der in diesem Film auch auftauchen sollte. Ja, also ich hatte es kurz so ein bisschen wie, wie sagt man, wie heißt dieses große Musical? Sound of Music. Du sollst mehr Glücksstern sein, waren ja auch in diese ganzen Berglandschaften und so weiter. Fand ich mich ein bisschen daran erinnert, was ich echt krass fand. Und auch von der Animationsseite her waren ja richtig tolle Shots drin. Ich glaube, ist ja eher Valentin zuständig dafür. Ich kannte dich ja vorher schon von einem Kurzfilm, wo du so auch so Vögel animiert hattest. Und hast das jetzt quasi mit reingenommen. Ja. Sag mal, was ist deine Arbeit? Ich bin sehr schwer beeindruckt. Genau, also es war unser beider Abschlussarbeiten und deswegen wollten wir natürlich auch irgendwie das, was wir jetzt im Studium verfolgt hatten, da auch mit einbauen und dann war für mich direkt klar, ich hatte viele visuelle Effekte gemacht, dass es auch bei diesem Film ein Mittel sein soll, um irgendwie das zu expressieren, was dargestellt werden soll. Und so sind dann irgendwie so ein paar Ideen entstanden. Also die erste Drehbuchversion war noch viel mehr in der Jetzt-Welt verankert und wir haben dann eben geschaut, was sind so die Möglichkeiten, die wir haben und haben dann erstmal so ein bisschen wild gedacht, was ist eigentlich das, was wir gerne sehen würden und erstmal auch gar nicht Gedanken gemacht, wie man das eigentlich umsetzen kann. Und so sind dann auch so fantastische Elemente damit reingekommen, wie diese Bergklettersequenz beispielsweise. Ja, also mein Lieblingsshot im Film ist ja, wo er über diese Bergkamm läuft und man sieht die Vögel im Hintergrund sich formieren und so. Das war schon großartig. Und ihr habt jetzt beide, also du hast die Hauptregie geführt, ihr habt Co-Regie gemacht, also Valentin, Co-Regie. Genau. Wie war das bei euch? Seid ihr so wie die Coen-Brüder? Gibt es da keine Argumente? Streitet ihr euch gar nicht oder habt ihr halt auch schon mal aneinander geraten bei den Ideen? Also wir hatten auch unsere Disparitäten auf jeden Fall, aber ich denke, wir haben das irgendwie in jedem Falle immer sehr, sehr gut lösen können. Also es war auch eine Besonderheit, dass wir auch Mitbewohner waren zu der Zeit und dadurch auch einfach konsequent, wenn wir uns getroffen haben in der WG, über dieses Filmprojekt geredet haben und so sind auch viele Dinge entstanden, die wir uns vorher gar nicht hätten ausmalen können, denke ich mal. Ja, also ich denke auf jeden Fall aus meiner Perspektive, dass der Film nicht das und eben auch lang nicht so gut geworden wäre, wenn Valentin nicht mich auch in der Regie unterstützt hätte und diese Welt mitgedacht hätte, mit seinen Fähigkeiten auch überhaupt es erst ermöglicht hätte, diese Welt zu erschaffen. Somit gab es natürlich auch Konflikte, aber ich glaube, das ist ganz normal und irgendwie muss man ja als erwachsener Mensch oder am besten auch schon als Kind natürlich lernen, irgendwie gut mit so Konflikten umzugehen. Und ich glaube, wir haben das sehr gut geregelt, sogar so gut, dass wir auch ein weiteres Filmprojekt gemeinsam und dann auch beide sogar in der Regierolle
umsetzen wollen. Und da sind wir gerade auch schon dran. Das klingt sehr interessant. Da sollte uns auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was da rauskommt. Und für dich, Georg, du hast ja quasi Regie geführt und auch die Hauptrolle gespielt. War das da für dich schwer, quasi das zu separieren und dich quasi auf den Schauspielprozess einzulassen, aber gleichzeitig auch quasi im Hintergrund zu haben, das möchte ich in dieser Szene erreichen mit den anderen Schauspielern? Ich glaube, es war tatsächlich auch mein erster Film überhaupt, der in so einem Aufwand irgendwie gemacht wurde. Und das erste Mal, dass ich in so einer Position war. Ich glaube, es war viel Glück dabei, dass auch einfach so ein fähiges Team am Start war und alle genau wussten, was zu tun ist. Mit den DarstellerInnen hatte ich dann eben auch Glück, weil das war dann gar nicht so eine große, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, das war jetzt irgendwie nicht, dass ich da den riesigen Einfluss genommen hätte, sondern es war eher so, wir spielen es jetzt zusammen und wir gehen es mal durch und dann sagt man vielleicht noch hier und da so ein paar kleine Sachen dazu. Allerdings waren ja auch gerade mit Achim Wolf und Bernd Stegemann, als die beiden, die da in der Kneipe zum Güldenen Wurm verweilen, zwei extrem erfahrene Schauspieler ja auch, wo natürlich jemand wie ich dann auch sich glücklich auf ihre Expertise auch irgendwie so ein bisschen verlassen konnte. Also die haben schon sehr viel einfach geliefert, wo jemand mit meiner Erfahrung natürlich eher noch vielleicht von denen auch lernen kann. Ja, man sagt ja immer, Casting ist schon die halbe Miete als Regisseur. Das habe ich auch schon oft kennengelernt. Also je besser man castet, desto weniger hat man nachher zu korrigieren. Und was ich noch fragen wollte, war dir auf dieser Location-Suche, weil ich finde die ganzen Locations echt beeindruckend und in Thüringen gibt es echt, also wunderschöne Ecken. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr da extra losgefahren, habt monatelang gesucht oder? Ja, es war auf jeden Fall, also es war ja klar, dass es an einem See stattfinden sollte. Deswegen haben wir dann geguckt nach Seen und es war auf jeden Fall schon ein längerer Prozess, dann auch mit Drehgenehmigung auch noch im Mai. Wir haben ja im Mai gedreht zur Brutzeit. Das war ja uns auch eben sehr wichtig, weil darum geht es ja eigentlich auch. Also genau, was ich vorhin auch nicht erwähnt hatte, bei meiner Vorstellung, ich arbeite auch als Ornithologe, als Werkstudent. Also es ist jetzt praktisch keine komplett erdachte Geschichte, dass diese Thematik mir eigentlich fern liegt, sondern das ist auch wirklich meine Leidenschaft, die Ornithologie, das Vögel beobachten und gerade sogar auch mein Broterwerb. Ja, wir haben im Internet gesucht, sind dann aber auch rausgefahren, wir haben Menschen gefragt, die aus Thüringen kommen, wir haben in der Thüringer Rhön gedreht und hatten dann, so haben wir das dann irgendwie so zusammengestellt, aus unterschiedlichen Locations dann diese Welt gebaut. So, bei Kahla in der Nähe gibt es auch noch so schöne Ecken, da haben wir auch viel gedreht und das war auf jeden Fall, finde ich und glaube für uns beide auch ein sehr freudiger und spaßiger Prozess. Eigentlich dieses ganze Location-Scouting war fast mit mein Highlight auch, ja. Ja, es war so dieser Moment, wo sich dann die Vision so ein bisschen gefestigt hat und auch diese Welt. Also es war so ein bisschen vom Auenland auch inspiriert, was man vielleicht hier und da merkt. Ja, hatte ich auch das Gefühl beim Gucken. Und das ist dann auch durch Scouten irgendwie gekommen, dass wir dann an mehr und mehr Orte gekommen sind, die irgendwie so malerisch und träumerisch waren, dass es dann irgendwie für uns klar wurde, so muss auch der Film irgendwie sein. Und so wurde es auch mehr und mehr zu einem Märchen, was uns vorher auch noch gar nicht so bewusst war. Ja, ich finde, der Film hat so eine Steigerung, während er geht. Er wird immer fantastischer, immer schöner. Und ja, toll. Ja, das mit Ornithologie, das ist, ja, merkt man im Film an. Also man merkt wirklich deine Begeisterung dafür. Auch die ganzen Szenen in der Kneipe fand ich toll mit der Briefmarke und allem. Das waren schon coole Sachen. Eine Frage habe ich noch, eine spezifische Frage zu einer Szene. Das ist, glaube ich, wo sie sich das erste Mal oder annähern zum Küssen, ich weiß nicht, und da war so richtig viel Wind und man sieht auch so, wie sich alles bewegt. Hattet ihr da Glück oder habt ihr wirklich eine Windmaschine gehabt? Das war wirklich Glück. Die war auch so gar nicht irgendwie vorgesehen. Also es gab irgendwie diese Sequenz, du meinst, das, wo sie durchs Feld laufen. Ja. Genau, also es gab so eine Sequenz, wo eben, die war auch jetzt nicht so besonders ausgeschrieben im Drehbuch, was da jetzt genau passiert. Dass Evelyn und Kasper auf jeden Fall ihre Liebe vertiefen. Und wir sind eigentlich, als wir den Shot aufgenommen haben, von einem Motiv zurückgelaufen und an dieser Wiese vorbei und da war eben dieser Wind und dann war irgendwie direkt klar, okay, wir müssen jetzt nochmal kurz hier rein und Naja, das du irgendwie hast es mitnehmen. erkannt. Jetzt kannst du ganz gut Ja. sagen. Valentin hat gesagt, hey, ihr müsst da jetzt runter. Es sieht von hier oben so fantastisch aus, wie sich diese Wiese im Wind bewegt. Und dann haben wir das glücklicherweise mitgenommen. Auch in der Szene dann praktisch danach, das war eigentlich das, was wir davor sozusagen gedreht hatten, da wo es zu diesem Konflikt kommt und auch am Ende, vielleicht meintest du auch das, wo er am Wasser Ja. steht und so auf die Knie sinkt und es stürmt da Ja. drumherum.
Das war wirklich reines Glück. Nehmen wir mal an, wir sind ja nicht abergläubisch, auch wenn wir öfter uns gesagt haben, dass die große Muttergöttin schützend ihre Hände über unserem Filmprojekt gehalten hat, aber wahrscheinlich war es doch einfach Glück. Naja, ich bin auch auf der Seite, dass es Filmgötter gibt manchmal. Manchmal sind sie einem gewogen und manchmal eben nicht. Und auch das schöne Lied zum Schluss von Laura Adamer, ist eine Sängerin, glaube ich, hier aus Weimar. Soweit ich weiß, seid ihr auf sie gekommen? War, glaube ich, auch Valentins Idee, wenn ich mich recht entsinne. Nee, das kam Nee? von dir. Okay. Das kam von uns. Also, Aber ja, es war immer von. nee, genau, sie war sowieso beim Dreh auch mit dabei und hatte, also wir kannten uns und hatte Interesse geäußert, mal bei einem Filmdreh dabei zu sein. Und wir wussten natürlich, dass sie mega gut singen kann. Und dann kam irgendwann diese Idee, ich glaube auch erst in der Postproduktion, wäre es nicht cool, wenn Ja. sie auch ein Lied einsingt. Und dann haben wir sie gefragt, sie hat mitgemacht und ich glaube, das gibt dieser Szene auch diesen Kitsch-Faktor, den es auf jeden Fall brauchte. Ja, sie macht es auf jeden Fall fantastisch und an der Stelle würde ich auch allgemein, ich war davor auch schon großer Fan von ihr und würde an der Stelle auch eine Empfehlung aussprechen. Laura Adamer sollte man sich anhören. Genau, das werden wir unten drunter auch noch mit verlinken. Und ja, also wie gesagt, man merkt es im Film irgendwie an. Das war wirklich ein Herzensprojekt. Man merkt es irgendwie in jeder Szene. Und ich habe es voll als lebensbejahend gefühlt und habe auch ein tolles Gefühl bei dem ganzen Film. Deswegen läuft der Film auch als Abschlussfilm bei uns im Block 5, 29. Oktober im Block 5 im Kino Mon Ami ja, im Return Festival. Und am Ende wollte ich euch gerne nochmal fragen. Unser Thema dieses Jahr ist ja Freedom, What Is It Good For? Da fragen wir ihn so persönlich, was für ihn Freiheit bedeutet. Könnt ihr gerne mal vielleicht antworten. Also, ich würde vielleicht einfach ganz, weil ich finde es eine extrem große und natürlich auch wichtige Frage. Gleichzeitig sehe ich natürlich, dass es da absolut Unterschiede gibt, welche Menschen welche Freiheit genießen können. Ich würde jetzt einfach mal tatsächlich auf diesen Film, also unter dieser Lupe, auf diese Frage antworten. Ich habe eine große Freiheit gefühlt durch das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde und auch durch die Möglichkeiten, zum Beispiel auch mit Valentin eben zusammenzuarbeiten. Dann wird es schon fast ein bisschen technisch durch also diese VFX-Sachen bieten einem ja auch eine enorme Freiheit, dass wir uns eben gar nicht einschränken mussten in unseren Vorstellungen, sondern man hatte irgendwie eine Idee und hat es dann gesagt und dachte, ach, eigentlich, das kann man nur mit einem Budget von 5 Millionen machen oder so. Und Valentin meinte dann halt so, nee, das geht, er kann das machen. Also das war schon auch auf dieses Filmprojekt bezogen, für mich so ein extremes Freiheitsgefühl, das ich sehr genossen habe. Jetzt hast du mich so gelobt. Du musst mich Also jetzt nicht loben. ich kann das, was du gesagt hast, nur unterstreichen und eigentlich nimmt es auch so ein bisschen meine Antwort jetzt vorweg. Ich kann das vielleicht nochmal ein bisschen ausweiten, das Thema, aber auch natürlich unter der Lupe auf diesen Film geschaut. Das für mich auch eine große Freiheit war, diesen Film an der Bauhaus irgendwie machen zu können, dass wir eigentlich keine Einschränkungen hatten und uns nicht gesagt wurde, wie wir es zu machen haben, sondern, und ich glaube, das merkt man diesem Film auch an, es ist ein Projekt, wo wir vollkommen auf uns geschaut haben, was wollen wir eigentlich schauen, wie würden wir Spaß haben und der Film soll Freude in die Welt bringen, also er soll zum Lachen anregen, also auch alle im Kino dürfen gerne lauthals loslegen und das war für mich eigentlich eine total schöne Arbeit und auch künstlerische Freiheit ohne Grenzen, also nach allen Regeln der Kunst konnten wir uns irgendwie austoben. Und das reinbauen, wo wir denken, das wird jetzt irgendwie, das wird dem dienlich sein, das ist einfach ein herzerwärmender und lebensbejahender, wie du es auch schön ausgedrückt hast, Film werden. Und ja, ich hoffe, so wird es auch angenommen im Kino. Ja, also ja, hoffe ich auch. Und deswegen haben wir auch den als Abschlussfilm gewählt, dass wir die Leute mit Hoffnung entlassen und einem guten Gefühl bei so vielen schrecklichen Themen, die es ja zurzeit immer noch gibt, leider. Und ja, ich bedanke mich bei euch für das Interview. Und wie gesagt, Oddbirds, komische Vögel könnt ihr sehen am 28. Oktober im Abschlussblock im Kino Mon Ami Weimar. Vielen Dank. Danke auch. Danke.